Ich bin eine trendy Maus und wir machen jetzt das. So, wir machen jetzt heute diese Sache mit Perlen, weil eigentlich wollte ich heute ein anderes Video machen, aber so viele. Okay, eigentlich nur eine Person, aber für diese eine Person mache ich das Video. In diesem Video lernen wir alles. Das ist quasi ein kleiner Workshop. Das ist quasi Schule. Das ist jetzt quasi Unterricht. Und ihr passt jetzt am besten auf. Ich mache mündliche Noten. Kapitel 1. Geht's einfach erstmal ums Material. Welches Material benutze ich? Was benutze ich? Was für Zeug nehme ich? Zeug, Sachen, Dingsbums, Sachen. Welche Perlen nehme ich? Welche Perlengröße? Welche Schnur? Kapitel 2, verschiedene Ringmuster, die man machen kann. Nummer 3, verschiedene Figuren oder Motive, die man machen kann. Zum Beispiel Frösche, Blumen, Bienen, Erdbeeren, Orangen, Zitronen. Und Kirschen. Dann machen wir Handyketten. Danach zeige ich euch noch, wie man Perlen selber machen kann. Falls ihr etwas Bestimmtes sucht, habe ich hier ein paar Zeitstempel eingebaut und könnt ihr gleich zu der Minute springen, die ihr sehen wollt. Kapitel Nummer 1. Es gibt verschiedene Perlengrößen. Also, ich habe einmal so ein ganz, ganz mini kleines Set und unten in der Infobox sind auch Links zu allem. Meine Güte, ich bin heute so die professionelle Maus. Ich bin heute auf einem ganz anderen Niveau. Diese Perlen, ich glaube, das sind 2 mm in ganz verschiedenen Farben. Man hat hier die Farbauswahl, die ist der Wahnsinn. Ich habe gerade eine in der Hand, aber man sieht sie nicht, weil sie ist so klein. Sie ist winzig. Dann war da noch mal diese Ringe. Das sind einfach solche. Die waren hier dabei, die waren gratis dabei. Und gratis ist immer so. Diese passenden Haken dazu, wenn man so eine Kette machen will. Aber egal, es war dabei. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das Set nur gekauft, weil da diese Mini-Schere drin war. Dann habe ich diese Perlen und zwar, die sind so ein bisschen größer. Es gibt immer die Farbe einmal in matt und einmal in so glänzend, in ein bisschen Glitzer, ein bisschen girly, ein bisschen trendy, ein bisschen super. Und wenn ihr sagt, es ist mir aber immer noch nicht genug, ich will es noch dicker und fetter und größer und fetter, noch größer. Das sind so richtig große Perlen, so größere, die sind fast so groß wie mein Kopf, fast. Auch einmal in so durchsichtig und einmal in matt, so. Auch nochmal ein paar noch größere Perlen, einmal in Sternchen. Weil ich bin hier der Star. Und dann, das sind meine persönlichen Lieblingsperlen. Das sind nämlich einfach Smiley-Perlen. Die sind so schön. Und meine letzten Perlen, die ich habe, sind einfach Buchstabenperlen. Weil man will ja auch mal was schreiben. Diese Perlen habe ich vergessen zu zeigen, aber ich habe auf jeden Fall noch so verschiedene Fruchtperlen. Wir haben Erdbeeren, wir haben Kirschen, wir haben Äpfel, wir haben Zitronen und Orangen, also viel Vitamin C. Für das Material brauchen wir auch noch Faden. In diesem Set ist meistens Draht dabei, aber der Draht ist immer viel zu dick. Manchmal müsst ihr durch eine einzige Perle so 3-4 Mal durch und dann wird es eng. Dann wird es sehr eng und dann wird es quetschig und dann wird es eine Presswurst. Und deshalb habe ich mir so einen anderen Faden gekauft. Der ist 0,35 mm. Willkommen zu Kapitel 2. Jetzt wird Hand angelegt. Jetzt müssen wir auch was machen, weil bis jetzt haben wir nur gequatscht und jetzt wird Hand angelegt. Ich zeige euch die verschiedenen Ringmuster, die man machen kann. Man kann die Ringe nämlich entweder nur so einfach machen, nur so auffädeln, oder man kann sie quasi so doppelt machen, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist auch schon der fertig gereizte Ring. Ich bin wirklich begeistert. Ich liebe es. Wir machen einfach ganz schnell flott weiter. Das Ganze eben so lange wiederholen, bis eben die Perlen um euren reizenden Finger passen. Okay.
Okay, wir haben jetzt alle Ringarten, Ringmuster fertig. Ich weiß leider nicht, wie man das betitelt, wie man es nennt. Meine Güte, ich bin kein Profi. Ich mache, was ich kann. Okay, wir kommen zu Kapitel 3. Wir machen jetzt weiter mit Kapitel 3. Hashtag Trois, die französische Maus. Wir machen jetzt die verschiedenen Motive. Meine Güte, ich nehme mir jetzt mal einen Meter. Hat man es gesehen? Meine Güte, verhaftet mich so. Okay, mit der Blume sind wir fertig. Und ich dachte, nach jedem Motiv gebe ich euch auch noch ein bisschen mehr Inspiration, was ihr noch machen könnt. Zeit für Inspiration. Machen wir weiter mit dem nächsten Motiv. Als nächstes dachte ich, komm, machen wir eine Kirsche, ja? So eine kleine Sommerfrucht, so eine kleine Kirsche. Einen schönen knackigen Faden. Fangen wir an. Das ist echt ein cooles Geräusch. Entschuldigung. Okay, mit der Kirsche sind wir also fertig. Auf zum nächsten Motiv. Nächstes. Als nächstes Motiv haben wir eine Biene. Das ist eigentlich genau gleich wie die Kirsche. Man macht es genau gleich, man braucht nur andere Farben. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen geschummelt, weil es ist schon ein anderes Motiv, aber es ist die gleiche Technik. Ich bin ein Lügner. Fakt. Und das ist der fertige reizende Bienenring. Ich finde, er ist simpel, er ist einfach, aber er ist wunderschön, er ist bezaubernd. Das war jetzt halt die Biene. Was soll ich machen? Das war jetzt die Biene. So, das Kapitel ist für mich jetzt abgeschlossen. Ich habe persönlich abgerechnet mit der Biene. Wir sind jetzt fertig mit der Biene. Die ist jetzt raus, aus dem Haus. Jetzt wird es Zeit, Freunde der Sonne. Jetzt wird es schwer. Schnallt euch an. Wir machen jetzt einen Perlenfrosch. Man sieht ihn jetzt gerade nicht, weil er sehr weit weg ist, aber das ist ein Frosch aus Perlen. Passt gut auf, weil das ist eine wichtige Lektion fürs Leben. Fangen wir an. Schnipp, schnapp. Ein pinkes, drei grüne. So durch. Ziehen. Okay. Nochmal zwei grüne kreuzen. Ups. Super. Vier Perlen auf die Seite. Mit dem Ende durchs Rote und das Grüne. So. Mit dem rechten durch die zwei grünen. So. Ein schwarzes auffädeln, durch die zwei durch, zwei grüne kreuzen, okay, nochmal, super, noch ein rosa und grün, kreuzen das nochmal, fabulös, vier grüne, so durch, so, durch die zwei mittleren, wieder schwarz, durch die zwei, Roschi, viel kreuzen. Ich lieb's, was soll ich sagen, ich habe 10 von 10, es ist eine 10 von 10, es ist eine 11 von 10, es ist eine 20 von 10. Das ist wundervoll. Nächstes Motiv. Drei gelbe und ein grünes, weil ich mache eine Zitrone. Die gelbe kreuzen. Reizend. Links zwei gelbe, rechts ein grünes. Durchs letzte gelbe durch. So. Links zwei gelbe, rechts ein grünes. Beim letzten gelben so durch.
Wird schon. Links ein gelbes, rechts ein grünes. Mit dem rechten ganz unten. Mit dem linken durchs gleiche Loch. Ziehen. Herrlich ist das, herrlich. Jetzt mit der Schnur durch jede grüne einmal im Kreis. Zwischenstand. Das gleiche mit der unteren Schnur und den unteren. Und wir haben unsere Zitrone. Seitlich so durch. Auch auf der anderen Seite. Nur noch den Ring außenrum. Einfach auffädeln. Das ist der fertige Zitronenring. Wenn man das Ganze in Orange macht, wird es eine reizende Orange. Wenn man es in Rot macht, wird es eine reizende Erdbeere. Und es sind einfach Beeren. Und wenn man es in Blau macht, wird es halt eine Blaubeere. Ihr wisst, ihr versteht, ihr wisst, wie der Hase läuft. Das sind ein paar Beispiele für andere Früchte, die man machen kann. Okay, Ringe sind schön und gut, bla bla bla. Ketten sind toll, Armbänder sind toll, Ringe sind toll, bla bla bla. Aber mein persönlicher Favorit kommt jetzt zum Schluss. Handyketten. Ich liebe Handyketten. Die sind so wunderschön reizend. Ich liebe sie. Ich liebe es so. Und deshalb zeige ich jetzt, wie man die macht. Bei der Handykette könnt ihr ruhig so ein längeres Stück nehmen, weil immer mehr ist mehr. Ja, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, weil sonst gibt es später Probleme und wir wollen keine Probleme. Ich nehme jetzt, glaube ich, die Sterne. Buchstaben, weil ich will was schreiben. Ich will meine Gefühle ausdrücken. Wir nehmen die Smileys, einfach für die gute Atmosphäre. Auf jeden Fall nehme ich diese 4 mm Perlen, diese Medium Perlen. Fangen wir an. Also wir beginnen erstmal mit der ersten Variante. Dafür brauchen wir eine Schnur und einen Ring. Und als erstes müssen wir diesen Ring erstmal irgendwie auffädeln. Also falls ihr das auf dem Bild nicht so gut erkennen könnt, wie ich das mache. Ich habe auch versucht, in die Ecke so kleine Zeichnungen zu machen, damit man es wenigstens ein bisschen besser nachvollziehen kann. Aber man muss es auf jeden Fall so doppelt umschlagen und dann einfach in den Ring quasi einen Knoten reinmachen. Und dann hat man hier so eine kleine Schlaufe. Und diese Schlaufe muss man dann eben über diesen Ring wieder drüber legen. Und dann müsst ihr es einfach noch festziehen. Und dann sollte es eigentlich ganz fest und ganz gut sein. Ich hoffe, man kann es irgendwie verstehen. Danach fädelt ihr einfach die Perlen auf, die ihr halt haben wollt. Dieses Design, das ihr wollt. Meine Güte, lasst eure Kreativität freien Lauf. Danach macht ihr den gleichen Ring einfach dran auf die andere Seite und dann macht ihr den Ring einfach auf und dann verbindet ihr die beiden Ringe und obendrauf kommt dann dieses Verbindungsteil mit den Ringen. Und dann seid ihr auch schon fertig und ihr habt eine reizende, wunderschöne Handykette und ich muss sagen, ich liebe es, ich liebe die Erdbeeren und ich liebe die Smileys. Zu Variante 2. Das ist eigentlich voll gut, wenn ihr keine Ringe habt. Ich meine, wer hat auch schon diese komischen Ringe? Nicht jeder hat diese komischen Ringe. Und da müsst ihr einfach als erstes einfach nur eure Perlen aufwickeln. Ich habe da einfach mal ein paar größere genommen, weil ich dachte, komm, nicht immer noch klein, auch mal große Perlen, das ist auch wichtig fürs Leben. Und ihr macht dann einfach nur erstmal einen Knoten, am besten Doppelknoten oben, aber ihr lasst ein bisschen Abstand zwischen den Perlen und dem Knoten. Danach kommt dieser zweite Knoten rein und der muss diesmal aber richtig eng sein, unten an den Perlen, damit die Perlen nicht so komisch rumwackeln. Und wenn ihr das gemacht habt, schneidet ihr einfach nur alles drumherum ab, was euch stört und dann seid ihr auch schon fertig. Wir sind fertig. Ciao, Kakao. Okay, und jetzt fragt ihr euch jetzt bestimmt, okay, wie mache ich die an mein Handy dran? Ich demonstriere das jetzt an diesem Handy. Das ist einfach nur eine Handyhülle. Aber wir stellen uns jetzt vor, das ist ein Handy. Weil ich kann euch das nicht an meinem Handy zeigen, weil ich filme gerade mit meinem Handy und ich habe keine Kamera. Ich habe keine Kamera, weil meine Güte, da habe ich hier ein limitiertes Budget. Ich bin der größte Sparfuchs und ich muss sparen, wo es geht, ja? Ihr nehmt euer Handy an den Seiten, wo ihr quasi einen Knopf habt, wo hier ein Loch drin ist an eurer Handyhülle. Warte, ihr müsst es sogar an eurer Handyhülle machen, nicht an euer Handy. Also es ist quasi richtig professionell. Dann nehmt ihr eure Handyhülle, nehmt eure schwarze tolle Schnur, geht dann von hinten einmal so durch, nehmt dann eure schwarze Schnur, nehmt das einfach durch und dann sieht es so aus. Und dann könnt ihr telefonieren und alle denken, ihr seid cool und ihr seid frisch vom Pinterest. Als letztes, falls ihr denkt, okay, ich will jetzt keine Perlen kaufen, ich will nicht so viele verschiedene Perlen kaufen, weil vielleicht will ich auch eigene individuelle Perlen. Da habe ich was Cooles für euch im Petto. Man kann Perlen auch selber machen. Die sind aus Fimo. Das ist so cool und individuell. Wie hast du das gemacht? Keine Angst, zeige ich euch. Wir brauchen Fimo. Entschuldigung, wir brauchen Fimo. Wir brauchen ein Backpapier. Boah, das war so laut, Mann. Und ich habe so ganz viele verschiedene Ausstecher. Sternchen, ich habe Herzchen, ich habe Blümchen.
Okay, nachdem wir mit dem Ausstechen fertig sind, nehmt ihr einfach diese einzelnen Teile, nehmt eine Nadel und jagt sie einfach durch. Seid da ein bisschen vorsichtig, geht da ein bisschen behutsam mit dem Fimo-Dings um, damit es nicht kaputt geht. Aber ihr nehmt eine Nadel und stecht es einfach nur durch. Wenn ihr dann genug ausgestochen habt, muss das Ganze natürlich auch backen, weil so hoppelt der Hase. Nach dem Backen sind die reizenden Perlen auch schon fertig und können einfach ganz normal aufgefädelt werden wie ganz normale Perlen. Ihr nehmt einfach euren Faden, sucht euch ein kleines Stück aus, sucht euch schöne Perlen aus und dann fädelt ihr sie auf und ihr seid schon fertig. Und ich dachte, ich zeige euch auch noch andere Perlen, die ich gemacht habe. Ich habe auch zum Beispiel so Froschperlen mal gemacht, die sind ein bisschen kompliziert, aber meine Güte, die Mühe lohnt sich. Dann habe ich auch noch so Pilzperlen gemacht, ganz verschiedene. Und dann habe ich auch noch eine andere Handykette gemacht. Da habe ich zum Beispiel auch Kirschen gemacht und halt noch verschiedene andere Blumen, aber da habe ich hauptsächlich so Kirschen gemacht. Und ich glaube, die Kirschen sind meine Favoriten, weil sie sind wirklich reizend. Okay, das war's. Wir sind fertig. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wer auch immer sich das angeschaut hat bis zum Schluss, Kuss geht raus. Liebe Grüße, herzliche Grüße, reizende Grüße. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich reserviere nächste Woche wieder einen Tisch. Wir verabreden uns wieder um die gleiche Zeit. Gleicher Tisch. Okay, ciao, Kakao.